Isaac! Boah, das war zu hoch. Der Krieg ist wohl zu Ende, was? Worauf du dich verlassen kannst. Ich nehme an, du hast von meinen Heldentaten gehört. Nicht wirklich. In den Firmeninternen haben sie keinen Ton darüber verloren. War ja klar. Und in den Nachrichten reden sie auch ständig nur von Sephiroths bemerkenswerter Leistung. Ich meine, Sephiroth könnte ja auch sagen, dass wir was gemacht haben, aber nö. Nö, die ganzen Lorbeeren für sich einheimsen, kriegt er mehr Geld. Naja gut, es geht allen nur ums Geld, aber was soll's. Aber Sephiroth war doch zusammen mit Einheit B. Tja, die Medien machen sich ihre eigenen Helden, so ist das nun mal. Toll, trampelt ruhig auf meinen Träumen herum. Oh. So, kannst du noch was sagen, Kunzel? Ach, komm schon, lass dich nicht so hängen, ja? Nee, heute mal nicht. So, wir können ja, bevor wir zur Mission aufbrechen, wieder im Besprechungsraum was abgreifen, nämlich irgendwie aus diesen Versorgungskapseln kriegen wir immer was. Und außerdem ist hier ein Speicherpunkt, das wäre nämlich voll Knorke, wenn wir da jetzt was absahen würden. Ich rede ja auch wie der letzte Fallhorst, ne? Sternenanhänger, was ist das eigentlich für ein Zeug? Ich habe jetzt extra Zeug gesagt. Ach, Konz-Verstärker haben wir. TP-Verstärker, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ich merke auch irgendwie gar nichts, kann das sein. Also Accessoire-Slots brauchen wir dafür, glaub... Nee, das ist Materia. Ich glaube, Eis brauchen wir jetzt nicht so dringend, ne? Also könnten wir ruhig was dafür weghauen. Krafthieb ist nicht so stark, das muss ich euch gar nicht zeigen. Das macht genauso viel Schaden wie zwei normale Angriffe und die sind ungefähr genauso schnell. Außerdem verbraucht das nur AP und das ist dann dumm. Deswegen nehmen wir, glaube ich, den TP-Verstärker. Weil da gibt uns ein bisschen mehr Maximalleben dazu und das ist ziemlich nützlich. Bronzereif haben wir auch, das gibt uns auch ein bisschen mehr. Und durch Hitze erledene Schaden sind dann gesunken. Ach, schützt vor Toxin, das hätten wir bei diesen Giftviechern gebraucht, aber ich glaube, so dringend ist das jetzt auch wieder nicht, ne? MP-Magie? Ja, ich weiß nicht. MP plus 20% brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Wir haben ja durch Hitze erlittenen Schaden wird halbiert, also das ist deutlich besser, finde ich. Ich meine, wenn diese Feuerviecher da wieder ankommen... Oh, wir haben Missionskatalog erweitert, so. Aber ich glaube, die ganzen Nebenmissionen, ich weiß nicht. Schreibt mir auch unter die Kommentare auf jeden Fall, ob ihr noch ein paar Nebenmissionen sehen wollt. Ansonsten mache ich jetzt wirklich nur... Ansonsten gucke ich mir jetzt offscreen, suche ich mir welche raus, die ich dann aufnehme für euch. Und die anderen werde ich dann halt nur so zocken, um zu leveln. Offscreen wahrscheinlich. Falls ich überhaupt Bock darauf habe, auf die Nebenmissionen, weil die teilweise echt langweilig sein können. Deswegen schreibt mir unter die Kommentare, ob ihr manche Nebenmissionen sehen wollt. Wie gesagt, ich werde sicher nicht alle 300 Nebenmissionen aufnehmen, das könnt ihr vergessen. Also, wer das sehen möchte, guckt bitte beim anderen. Aber, was es die Nebenmission angeht, könnt ihr mir, wie gesagt, sagen, was ihr dann halt sehen möchtet. Und wir müssen jetzt zum Büro des Soldatdirektors im Aufzug fahren. Das geht auch relativ schnell. Ich glaube, dann kommt auch eine Cutscene, deswegen muss ich gleich mal meine Fresse halten, aber egal. Ich rede so gerne, wie man schon merkt. Und ich hoffe, dass diese Aufnahme nicht halb so sehr floppt wie die von Most Wanted, weil ich habe ja vorgestern Most Wanted aufgenommen. Also Need for Speed Most Wanted. Und dabei ist es halt so ein bisschen scheiße, dass ich meine Stimme so hart übersteuert hat, dass die nächsten 6 Parts komplett unbrauchbar geworden sind und das ist ein bisschen, also nicht komplett unbrauchbar, aber es ist schon ein bisschen scheiß von der Stimmenqualität. Ach egal, ich rede wieder viel zu viel. Komm, eine Katze, ich halt meine Fresse, ihr könnt zuschauen, viel Spaß. Congratulations. As of this moment, you're promoted to soldier first class. Sauber. I thought I'd be happier. Understandable. Too much happened too fast. Zach, I'm afraid I need your assistance again. Are you pushing another assignment on me? My apologies. Whatever. Hilft er uns wenigstens bei diesem Einsatz? Sorry, ich muss das gerade so anpassen, weil das hier bei mir so laut ist. Sorry, wenn man das gerade so... Ach verdammt, mach ich nochmal. Ich werde versuchen, das ohne dieses komische Menü da zu machen, damit ihr noch das meiste vom Spiel seht. Aber egal.
Alter, die Aufnahme ist wieder wunderbar vorbereitet. Ich glaube, ich schneide das Husten raus oder so. Scheiße, Mann. Ich werde den Einsatz genauer erläutern, aber Zack, erst einmal solltest du dich zum Besprechungsraum begeben und dort deine neue Rang 1 Uniform im Empfang nehmen. Das machen wir, das ist cool. Ich habe nämlich voll Bock auf die Uniform, denn die sieht richtig geil aus. Ich glaube, die kriegen wir jetzt so schon angezogen verpasst, ne? Oder? Ne, die nehmen wir einfach so. Sieht doch ziemlich gut aus. In Schwarz gehalten, finde ich super. Passt auch gut zum Schwert. Es können ja 6 Materia ausgerüstet werden. Das ist richtig geil. Ich glaube, jetzt können wir auch Materia fusionieren. Genau, jetzt konnten wir es fusionieren. Bist du Zack? Nein, ich tue nur so. Ja, wieso? Als Rang 1 Soldat hast du nunmehr die Befugnis, Materia-Fusionen durchzuführen. Perfekt, und was muss ich dazu anstellen? Schau mal ins Hauptmenü. Ja, genau. Das ist wie bei der Tutorial-Mission. Was sagt ein Typ, wenn du ihn fragst, wie du Materia fusionierst? Er erklärt dir keine biochemischen Prozesse. Nein, er sagt dir, schau mal ins Hauptmenü deiner Steuerungseinheit. Dort solltest du jetzt auf Menüpunkt Materia-Fusion zugreifen können. Ich meine, das ist klar, dass man das so erklärt bekommen muss, aber es ist komisch, dass ein Forscher das einem direkt ins Gesicht sagt. Also, da denkt man sich doch, what the fuck, was will der Kerl bitte von mir? Naja, egal. Versuche es einfach mal mit diesen beiden Materia. Das sollte dir einen ungefähren Eindruck vermitteln. Feuer- und Eismaterie. Das sollte, glaube ich, Blitzer geben oder so. Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ach, es ist nur möglich. Ach, das müssen wir ja gar nicht in dem Labor machen. Habe ich ganz vergessen. Das können wir hier machen. Tut mir leid, Leute. Habe ich euch irgendwas Falsches aufgetischt. Jetzt können wir hier jeweils 2 Materie reinpacken. Später können wir auch noch ein Utensil reinpacken, wie zum Beispiel ein Elixier oder sowas, was dann nochmal spezielle Effekte für die Materia-Fusion hat. Aber jetzt können wir erstmal was verschmelzen. Wie wir was verschmelzen, habe ich eigentlich keine Ahnung. Ich habe immer irgendwas habe ich einfach immer verschmolzen, es ist irgendwas rausgekommen. Also ich weiß nur, dass man, wenn man zweimal Vita verschmilzt, irgendwie Vitra rauskommt, also die nächste Stufe von Vita. Und wir sollten ja, glaube ich, Feuer und Eis verschmelzen, soweit ich weiß. Ja, da sieht man auch schon das Fusionsprodukt, also kann man das doch gucken, das ist gut. Steht auch die SP-Kosten, denn nach jedem Gegner kriegen wir SP dazu und die brauchen wir halt für die Materia-Fusion, aber das ist kein Thema, man kriegt in dem Spiel so viel SP, dass man niemals an SP, also man hat immer genug SP, sagen wir es mal so. So, und jetzt haben wir die Blitz-Materia erhalten durch die Fusion. Jetzt können wir, glaube ich, auch Krafthieb zu irgendeinem Kappes da funktionieren. Ja, wir können hier MP-Verstärker machen, dann ist der Krafthieb und hat den gleichen Effekt wie MP-Verstärker und das sogar um 20%. Was eigentlich dann doch ziemlich gut ist, aber wir können das auch anders packen. Zum Beispiel Konsonant ist in gebrauchter deutscher Sprache, nein, aber Konsonanten, ach egal, Konstings ist dann halt für Leben und so, wisst ihr Bescheid. Und Feuerklinge wäre halt, wenn wir das mit Feuer fusionieren, das ist ziemlich cool. Ich glaube, wir fusionieren das. Warte mal, gibt's dann auch eine Eisklinge? Tatsache. Es ist nur die Frage, was wir nehmen, ne? EP-Verstärker wäre eigentlich ganz gut, weil wir uns relativ oft hochheilen müssen. Deswegen nehmen wir erstmal den Krafthieb mit MP-Verstärkung-Dings. Vielleicht können wir es ja nochmal verschmelzen, dann erhalten wir doch einen anderen Bonus, wer weiß. Eis. Eisklinge. Yo, das ist doch auch ganz nett. Das ist doch auch mal ganz nett. Kriegen wir noch mehr MP dazu und haben eine Eisklinge. Ich glaube, das machen wir erstmal. Perfekt. Jetzt haben wir eine Eisklinge, die uns MP dazu gibt. Außerdem können wir jetzt mehr Materie ausrüsten. Das heißt, wir haben eh genug Platz dafür. Jetzt haben wir 159 statt... wie viel war das? Statt 125, also einiges dazu. Ich glaube, wir können jetzt noch was anderes ausrüsten. Blitz haben wir nicht, Eis könnten wir ausrüsten. Ah ne, Eis haben wir verschmolzen. Das ist natürlich blöd. Na, Feuer mag ich eigentlich nicht so gerne. Wir können uns ein stärkeres Feuer fusionieren. Das wäre eigentlich ganz nett. Magie plus 2, naja, ich weiß auch nicht. Moment mal, ich habe voll die Idee. Konstverstärker. Barriere, oh wie geil, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
Das brauchen wir auf jeden Fall, denn das halbiert physischen Schaden, solange wir das aktivieren. Und das ist später so eine nützliche Sache, die wir dann kriegen. Das ist die Frage, Wirbelattacke benutze ich eigentlich kaum, Barriere ist viel wichtiger. Dann nehmen wir jetzt Barriere, haben Blitz, Vita und Eisklinge als Fähigkeiten. Nehmen wir das mal so. Ja, das passt eigentlich. Na gut, machen wir es nochmal so, wegen der Ordnung. Ordnung muss sein, aber egal. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was von der Materie fusioniert, das ist sehr nice. Noch eine Mail erhalten. Boah, ich habe gerade richtig Spaß am Spiel, das geht gar nicht. Personalsache 0103, okay. Die unten aufgeführten Personen sind im Dienst für die Firma gefallen. Angel Rang 1 Soldat, Genesis Rang 1 Soldat. Ende der Mitteilung. Na, ob die schon tot sind, weiß ich nicht. Diese Ansagen sind immer relativ verfrüht und man kann sich nie sicher sein, ob der jetzt die Wahrheit spricht, weil, naja, ist klar, genau wie im Real Life, die Medien sagen einem auch nicht immer die ganze Wahrheit. Also, ja, nichts ist wahr, alles ist erlaubt und so. Und jo, wir haben die Materie fusioniert, das heißt, wir können wieder mit ihm sprechen und ich finde diese neue Uniform so richtig geil. Also das sieht richtig cool aus, muss man schon sagen. Also das steht Zack auch, also no homo, aber es sieht gut aus. So, also zur Materie Fusion, was ist das genau? Durch die Verschmelzung zweier Materia ist es möglich, eine neue zu erschaffen. Dieser Prozess wird Materie Fusion genannt. Die Beschaffenheit des Fusionsproduktes richtet sich nach den Grundeigenschaften der zwei fusionierten Materia. Ja, kennen wir schon. Habe ich alles schon erklärt. Ich glaube, ich weiß das genug. Ja, okay, wir müssen also gar nicht mehr mit ihm reden. Das ist gut. Nee, jetzt glaube ich nochmal, okay. Bist du dir sicher, dass du schon genug gehört hast? Kenn dich in- und auswendig. Das Verfahren der Materia-Fusion wird ständig verfeinert und ausgearbeitet. Längst sind uns nicht alle Kombinationsmöglichkeiten von Materia bekannt. Probiere also aus, was das Zeug hält und berichte uns, wenn sich etwas Interessantes ergibt. Viel Erfolg! Danke. Ich find's immer noch geil, wie sie sich erstmal um 180 Grad drehen, bevor sie weggehen. Bist du fertig mit Umkleid? Ach du Scheiße. Ja, mein Materia-Fusionsdiplom habe ich auch gerade gemacht. Dann komm unverzüglich zurück ins Büro. Ich werde den Inhalt des Einsatzes... Ja, genau, mach das mal. Verstanden. Ich weiß doch genau, was jetzt kommt. Ah, nee, ich dachte... Noch eine Mail, Alter. Wir sind ein vielbeschäftigter Mann. Oh, ja, Tutorial, das brauchen wir jetzt gar nicht. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Ich habe schon erklärt, dass man dafür SP braucht und so weiter. Nochmal abspeichern, falls irgendwas abspielt oder so. Dann müssen wir das nicht immer alles durchklicken und so. Haben wir nicht nötig. Zack. So, jetzt brechen wir aber auf. Das war, glaube ich, wieder... Warte mal, wie lange nehme ich schon auf? Ja, so 36 Minuten, also mehr als eine halbe Stunde haben wir jetzt nur Nebenzeug gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht... Alter! Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu langweilig für euch war. Betreff hat mir Loveless auch angeschaut. Cool Story. Schon gelesen? Genesis wurde als gefallen gemeldet. Starker Tobak, wenn du mich fragst. Die Jungs reden sich den Mund fusselig darüber. Ich rede mir auch gerade den Mund fusselig. Ich muss gleich mal etwas trinken. Ich habe mir heute die Aufführung von Loveless angeschaut. Genesis war ja vollkommen begeistert davon. Hatte einen sterbenslangweiligen alten Schwank? Was zum Teufel ist Schwank? Egal. Erwartet. War aber doch ganz gut. In der Urfassung ist ein Typ der Held, doch die Inszenierung setzte die Frau, die ihm zur Seite steht, in den Mittelpunkt der Handlung. Am meisten hat mich das Ende berührt. Oh ja, ich werde, du hast geheult. Der Typ sagte zu seiner Gefährtin, selbstverständlich komme ich zurück. Nee, Quatsch. Ich muss ihn ja auch anders sprechen. Selbstverständlich komme ich zurück, denn ich weiß, dass jemand auf mich wartet. Auch wenn wir uns nichts versprechen. Ja. Fuck Logic. Egal. Ich hätte Rotz und Wasser heulen können, ehrlich. Ja, dann gesell dich doch zu Direktor Lazard und ihr könnt euch das nächste Musical zusammen anschauen. Wie wär's? Ich glaube, wir müssen auch wieder zurück zu denen. Oder? Wenn ich jetzt nicht ganz retarded bin, dann müssen wir wieder zurück zu denen. Na? Sind wir richtig? Wenigstens ist die Musik halbwegs erträglich in Soldat-Dings. In dem Soldat-Hauptquartier, sonst ich... Es gibt 1000 Soundtracks, die scheiße sind. Also nicht in dem Spiel, aber in anderen Spielen. The company has decided to eliminate Genesis and his cohorts.
This includes Angeal as well. And you want me to do it? No. The Shinra army will handle it. What about me? They don't trust you. They believe your emotions will hamper your judgment. Well, of course. That's why I'm going too. Ach, bewegt auch mal seinen Arsch. Dankeschön. To kill them. An intruder. Where? Close. Sephiroth, the president. Zack, entrance. Yeah, you got it. Jetzt geht's richtig ab, Leute. Das heißt, wir speichern erstmal ab. Das ist ein bisschen zu laut. Ich hoffe, dass es man so noch hören kann. Denn das ist jetzt ein Remix von dem Soundtrack, der kommt, wenn man in Final Fantasy 7 kämpft. Also ganz normale Kämpfe macht. Ich finde das so geil, diese Remixes von den ganzen Spielen. Die sind so göttlich. Das ist einfach nur geil. Zum Foyer fahren. Ja, sofort runter. Ich glaube, wir müssen nicht leveln. Wir haben schon 2 Level-Ups gegen dieses eine Viech bekommen. Also müssten wir eigentlich noch relativ gut dabei sein. Oh, stecken geblieben. Was zur? Eine Fehlfunktion. Was soll ich tun? Wir überprüfen erstmal diese Etage. Auf jeden Fall. Sicher gehen, dass es den Personen auch gut geht, die hier sind. Denn das ist immer sehr wichtig. Hoffentlich ist keiner verletzt. Zur Not müssen wir halt unser Schwert ziehen, ne? Also. Na endlich, jemand von Soldat. Du kommst wie gerufen. Du musst unbedingt etwas gegen die da tun. Und zwar schnellstens. Gegen wen? Ach, kleine Roboter, die sind ja süß. Boah, was ist das denn? Das wüsste ich auch gerne. Och, jetzt schaltet die PSP wieder auf Lag-Modus oder was? Das ist ein bisschen doof, aber egal. Das war's schon. Oh, wir machen schon 500 Crit-Schaden, das ist gut. Das war Rettung letzter Sekunde, danke. Was waren das für Dinger? Hast du die etwa noch nicht gesehen? Das sind Wachdrohnen, die Eindringlinge aufspüren und ausschalten sollen. Wachdrohnen? Und warum greifen die denn bitte uns an? Ich weiß es auch nicht. Sie sind einfach außer Kontrolle geraten. Es patrouillieren noch mehr davon. Kannst du dich vielleicht um sie kümmern? Ich muss das wohl machen. Einer muss es machen. Der Direktor hat mir zwar befohlen, das Feuer zu sichern, aber... Was soll's, wo wir schon mal da sind, können wir auch die ganzen Zivilisten bzw. die ganzen Angehörigen hier befreien. Da können wir nicht rein. Da sind wir gerade auch hergekommen. Oh, dem Typen geht's gar nicht gut. Hey, alles in Ordnung? Hinter dir... Was? Auch noch mehr solche Roboter, die sind echt putzig, ganz ehrlich. Wenn der gegen die verloren haben soll, weiß ich echt nicht, was mit dem kaputt ist. Alter, die sind ja mal richtig schlecht. Die greifen weder an, noch halten sie viel aus. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Haben die Drohnen dich überrascht? Ziemlich erbärmlich, was? Ja, ist es. Ich meine, dass ich als Mitglied von Soldat vor so etwas kapituliere. Ach, selbst wir bei Soldaten haben manchmal schlechte Tage. Eigentlich habe ich aber einen guten. Oh, das ist natürlich bitter. Ehrlich gesagt, liegt mir das Kämpfen nicht so. Jetzt reiß ich doch mal zusammen, Mann. Das ist Soldat, kein Kasper-Theater. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde mein Bestes geben. Hier ist nicht viel, aber vielleicht hilft es dir ein bisschen. Äther, wow. Wow. Das ist ungefähr 50 Gil wert, was... ganz ehrlich, auf gut deutschen Fliegenschiss ist. Also, nein. Es hilft mir nicht wirklich weiter, aber man weiß ja nie. Oh mein Gott. Nein, das schneide ich raus. Das war das schlechteste Schrei meines Lebens. Schreie? Ist da drin was jemand von Soldat? Ich glaube nicht. Weil Soldaten schreien eigentlich nicht. Oder kreischen nicht. Das müsste eigentlich eine Frau sein, soweit ich weiß. Also so habe ich es in Erinnerung, ne? Ja, das ist eine Frau. Nicht, dass hier es irgendwie denkt, dass ich Pfarrer und frauenfeindlich bin oder so. Nein, auf keinen Fall. Shinra-Angestellte, was machen die denn hier? Das würde ich auch gerne. Zurück! Ja, die sind auch ganz schnell erledigt. Da haben wir kein Problem mit.
Ey, die treffen uns. Die treffen uns. Ey, ich bräuchte echt mal die dumme Wirbelattacke jetzt. Wir können ja mal die Eisklinge ausprobieren. Jo, macht ganz schön gut Schaden. Ja, trifft auch mehrere. Also es macht ganz schön gut Schaden. Vor allem, wenn das effektiv ist gegen andere Leute, also gegen andere Sachen. Was haben sie hier zu suchen? Spezialtraining? Nun, also die Forschungsabteilung hat den Trainingsraum den ganzen Tag genutzt. Deshalb sind wir hier für Wartungsarbeit. Yeah. If you know what I mean. Ist klar, was hier schon drin. Ja, ist egal. Wartungsarbeiten zu zweit und in einem Aufzug. Alles klar. Ich flehe dich an. Du darfst niemandem erzählen, was du hier gesehen hast. Also gesehen hat man eh noch nichts. Noch nichts, aber ist wahrscheinlich auch besser so, sonst wäre das Spiel nicht ab 12. Was soll ich tun? Ich werde schweigen wie ein Grab. Ich kann meinen Dank gar nicht genug in Worte fassen. Nimm dies als Zeichen meiner Erkennlichkeit. 5000. Oh, ach so. Ja, okay. Dankeschön. Dankeschön. 5000 Gil ist ganz schön nützlich. Zack, wo steckst du gerade? Oh, tut mir ausgesprochen leid, Herr Direktor, aber ich bin noch auf der Soldatenetage. Begib dich unverzüglich ins Foyer. Der Feind ist in Scharen eingedrungen. In Scharen? Alles klar, bin schon unterwegs. Enttäusche mich nicht.